Hi, ja, da bin ich schon wieder. Ich habe im Juni letzten Jahres mein letztes Video zu der Brandnews Box gedreht. Dann kam eine ganze Zeit lang gar nichts mehr, weil ich die schlichtweg deabonniert habe. Das lag jetzt nicht daran, dass die mir nicht gefallen hätte, sondern eigentlich eher, weil, tja, weil ich kein Geld dafür hatte, ganz einfach. 10 € im Monat, die habe ich dann lieber in andere Sachen investiert und inzwischen geht das jetzt wieder und ich habe mir gedacht, dann bestellen wir sie auch wieder. Und heute kam sie an. Und ich möchte meine Tradition fortfahren und ein Unboxing-Video dazu machen. Und ich habe jetzt schon ein Messer hier. Das habe ich übrigens von meinem Mann geschenkt bekommen. Mein Mann ist kein Romantiker, der schenkt mir keine Blumen oder so, der schenkt mir lieber Messer, damit ich mich verteidigen kann und wenn ich mir zwischendurch mal unterwegs was zu essen kaufe, damit ich es zur Not auch schneiden kann. Ist halt sehr pragmatisch angelegt, dieser Mann. So, dann machen wir mal auf. Schnell wieder draufstecken. Ja, es ist lila und pink. Da hat er zumindest dran gedacht, dass ich doch noch eine Frau bin. Okay. Motto ist mehr für die Feiertage. Okay, habe ich irgendwas verpasst? Das Licht mag mich nicht. Also an Feiertage denke ich dann eher so mit Weihnachten und so weiter. Na gut. Ja. Also hier steht jetzt, dass dieser Monat, also der Juli, die Box kam ein bisschen verspätet, da habe ich aber auch eine E-Mail zu bekommen, keine Feiertage vorsieht. Aber das wollen die jetzt mit der Box etwas ändern, damit man etwas Feierliches zum Auspacken hat. Okay, lass uns mal überraschen. Es ist ein Magazin drin, das News-Magazin. Da sind anscheinend auch Rezepte drin. Ja. Sieht eigentlich so ganz lecker aus, soweit. Das werde ich mir nachher mal etwas genauer anschauen. Und dann fangen wir einfach mal an mit dem, was oben drauf liegt. Und zwar lacht mich direkt eine Packung Lay's an. Und zwar sind die Deep Ridged, heißen die. Die habe ich letztens schon mal selber gekauft, weil ich stehe eigentlich sowieso auf diese Riffelchips. Und die sind besonders stark geriffelt. Das sieht man hier vielleicht auch so ein bisschen. Das ist jetzt die Sorte Sweet Chili. Ich weiß gar nicht, welche Lessons hatte. Ich glaube Sour Cream oder so. Die war eigentlich ganz lecker. Und die haben jetzt so richtig schön mega Crunch, weil die halt diese starke Wellenform haben. Und natürlich mehr Oberfläche, um dann auch Geschmack dran zu haben. Auf meinem schlauen Kärtchen steht drauf, dass die jetzt tatsächlich neu sind. Das kann ich bestätigen, weil ich habe die Lessons wirklich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Kostet eine Tüte 1,79 und die gibt es hier seit April. Okay, das sehe ich immer noch als neu an. Also wie gesagt, die kenne ich schon in einer anderen Sorte. Da gibt es auch, also, nee, Entschuldigung, Sour Cream kann es nicht gewesen sein, weil die gibt es in Sweet Chili, Naturell und American Barbecue. Ich glaube, ich hatte da Naturell oder so. Okay, ist schon mal sehr lecker. Dann machen wir weiter mit weiteren Süßigkeiten. Manna Mio. Bei Manna kriege ich sofort immer Fernweh. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich schon ein paar Mal in Wien gewesen bin. Und ich liebe diese Stadt wirklich sehr. Und da kommt Manna nun mal her. Das sind ja so kleine Happen, würde ich mal sagen. Wieder mit dieser typischen Manna-Waffel. Und die sind jetzt auch noch mit Karamell. Oh, ich liebe Karamell. Die sind wohl auch neu seit Mai. Kosten 1,69 € für 120 Gramm. Gibt es auch noch den Haselnuss. Die mache ich jetzt noch nicht auf, so gerne ich sie jetzt probieren möchte, aber die stelle ich mir erstmal kalt, weil heute ist es relativ warm wieder. Ich denke mal, wenn die gekühlt sind, schmecken die noch ein bisschen besser. Kram, Kram, Kram. Hier ist wieder so ein tolles Stroh drin, um das Ganze dann alles zu schützen. Okay, was ist das? Hier haben wir eine Dose mit einer Flüssigkeit drin. Und zwar Shatlers Cocktails. Kenne ich jetzt noch gar nicht. Das ist jetzt, hier steht unten drauf, Rum, Kassis-Likör und Pfirsichlikör. Also ist das mal Alkohol pur, glaube ich. Mal kurz gucken.
Ah, okay. 19% Rum, 13% Orangen, Cassis-Likör, ja, also viel mehr ist da wirklich nicht drin. Das soll man wohl mit Eis auffüllen, beziehungsweise das Zeug gut schütteln, dann Eis in Glas tun und dann den Cocktail drüber geben. Das wird für mich ein bisschen schwierig, weil ich selten nach Eis im Haus aus Eis im Haus habe. Also hier sind jetzt zumindest 200 Milliliter drin. Die Katzen haben irgendwas zu spielen gefunden, sorry. Also 200 Milliliter sind drin, 11,8%, das ist ordentlich für so einen Cocktail. Gut, da gibt es auch noch schlimmere, okay, aber das ist schon eine ganze Menge. Ich trinke nicht mehr so viel, wie es früher mal war. Und das kann dann durchaus sein, dass mir das auch direkt zu Kopf steigt. Mal schauen. Da gibt es anscheinend zwei Varianten von. Hier haben wir die. Und zwar Havanna Special und Mojito. Ich habe dieses Havanna Special bekommen. Kostet 2,90 € für eine Dose. Und die gibt es sogar anscheinend noch ohne Alkohol. Aber ich finde es sehr nett, dass ich die mitbekommen habe, weil ich bin jetzt zwar in einer anderen Ernährungslage jetzt inzwischen drin, aber Alkohol kann ab und zu trotzdem mal sein. Ich packe schon gerade das nächste aus. Und zwar ist das Jules Mumm Plus Cranberry Holunderblüte. Cranberries habe ich früher überhaupt nicht gemocht. Das hat sich inzwischen sehr gewandelt. Holunderblüte kennt man ja so von Hugo und so weiter. Mag ich sehr. Und das ist jetzt auch wieder so ein, ja, so ein Sektgetränk oder sowas. Was sagt denn die Karte? Ja, das trifft eigentlich. Also so ein Perlwein halt und dann halt mit Frucht noch drin. Gibt es auch mit Holunderblüte Minze. Da haben wir dann die typischen Hugo. Acai ist wohl auch noch mit drin. Diese brasilianische Beere oder so. Eine Flasche von 0,75 Litern kostet 4,99 €. Und das gibt es seit März. Ich werde mir das auch mal kalt stellen. Mal schauen. Ich fahre ja morgen nach Frankfurt. Entweder nehme ich das mit. Aber ich weiß nicht, ob jemand von den anderen Mädels noch eine Box bekommen hat. Dann könnte man das zusammen trinken. Und ansonsten lassen wir einfach die Flasche so ein bisschen kreisen. Das lohnt sich bei so einem kleinen Fläschchen von 0,2 Litern auch total. Aber dann kann ich vielleicht noch ein paar mehr Geschmacksempfindungen sammeln. Okay, weiter geht's. Jede Menge Flaschen im Übrigen drin. Also die nächste Grillparty, die bei uns nie stattfindet, weil ich nicht grillen darf bei uns in der Wohnung oder an der Wohnung, ist gesichert. Was haben wir hier? Ja, Fassbrause. Okay, ja. Fassbrause. Da bin ich so ein bisschen gespalten. Ich habe schon mal ein paar probiert. Die waren ganz okay, aber da kann ich genauso gut ganz normale Fanta trinken. Die hier ist aber zumindest schon mal mit Mango-Geschmack. Das finde ich schon mal ganz nett. Und naturtrüb, das sieht man auch sehr gut. Das ist jetzt von Oettinger. Ja, Oettinger, das hat für mich immer so einen Penner-Nachgeschmack, weil es ist ein recht günstiges Bier, was man so im Supermarkt bekommen kann, so bei Kaufland oder so. Und mein Vater hat das immer gekauft, weil der einfach gerne gespart hat, aber meistens am falschen Ende. Mir schmeckte das normale Bier überhaupt nicht. Ja, bin mal gespannt, wie das jetzt mit der Fassbrause ist. Da gibt es anscheinend keine andere Geschmacksrichtung. Es soll auf Gerstenmalzbasis hergestellt sein. Gibt es seit Mai und eine 0,33 Liter Flasche kostet 56 Cent. Das ist verdammt günstig. Aber da kommt mit Sicherheit noch der Pfand drauf. Ich weiß gar nicht, wie das für solche Flaschen ist. Wir haben, wenn dann, meistens diese PET-Flaschen bzw. halt diese Einwegflaschen zu Hause. Ja, ich werde mir das auch mal kalt stellen, heute Abend mal genüsslich probieren und mal schauen, wie es mir schmeckt. Weil jetzt so lauwarm, das hat bei meinem Nachbarn gestanden und ja, also die haben es halt angenommen, weil ich nicht da war. Deswegen bin ich auch ungeschminkt. Ich war noch beim Sport. Ja, wie gesagt, werde ich kalt stellen und dann mal probieren.
Mango klingt schon mal ganz gut, Oettinger nicht so gut. Mal gucken, wie die Kombination dann wird. Noch mehr Flaschen, okay. Und zwar haben wir. Oh! Ah, hier ist auch das Jules Mumm Açaí. Ja, da sage ich jetzt mal gar nicht mehr so viel zu. Da habe ich mich ja gerade schon drüber ausgelassen. Ah, mir kippt hier gerade alles um. Das kommt davon, wenn man versucht, alles auf den Stuhl, der vor einem steht, wo auch die Lampe draufsteht, zu stellen. Gucken, was haben wir denn noch? Noch eine Flasche Açaí. Okay, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich habe jetzt insgesamt drei Flaschen von diesem Jules Mumm. Zwei Açaí und zwei dieses andere. Cranberry Holunderblüte. Sehr interessant. Okay, finde ich nett. Dann kann ich das erst recht mitnehmen nach Frankfurt. Da freut sich sicher ein Mädel drüber, wenn die dann mit mir zusammen probieren können. Ja. Was ich jetzt sehr schade finde und auch nicht so ganz verstehe, hier steht jetzt noch was von einem Getränk namens Papatürk drauf. Zusatzprodukt für Besteller der Good News Box. Okay, wie gesagt, ich habe jetzt lange Zeit die Brand News Box nicht gehabt. Ich kenne mich mit dem System momentan nicht so mega gut aus. Aber warum habe ich das nicht? Weiß ich nicht. Ich werde mal versuchen, das irgendwie rauszufinden. Weil hier steht jetzt auch nichts drin, wie das jetzt gelaufen wäre. Interessanterweise, jetzt weiß ich auch, warum das Papatürk heißt. Da ist nämlich Chlorophyll drin in diesem Getränk und Chlorophyll eignet sich sehr gut, um Gerüche zu vernichten, in Anführungszeichen. Chlorophyll kenne ich aus der Arbeit, also aus dem Tierbereich. Da gibt es so Kauprodukte und so weiter für Hunde, die zu Mundgeruch neigen. Und Chlorophyll beseitigt diesen Mundgeruch halt. Und hier steht jetzt halt mit drauf, dass das auch gegen Knoblauchgeruch helfen soll. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil Chlorophyll macht eigentlich jeden Geruch weg. Finde ich ganz interessant. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie das jetzt schmecken soll. Also das ist anscheinend auch mit Tee und so weiter. Ja, wie gesagt, ich versuche mal in Erfahrung zu bringen, warum ich das jetzt nicht habe. Ich bin mal gespannt auf die ganzen Sachen. Das war jetzt alles süß und alkoholisch oder auch antialkoholisch, also Getränke jedenfalls. Ja, finde ich schon fast ein bisschen schade. Ich habe eigentlich mal wieder auf was zum Kochen gehofft. Aber naja, also es sind trotzdem Sachen, die mir jetzt bis auf die Lays nicht so wirklich bekannt waren. Naja, so halb. Also die Fassbrause kannte ich ja rein theoretisch auch schon. Halt nicht diese Sorte speziell. Jetzt habe ich mir wieder einen Faden verloren und red mich wieder im Kopf und Kragen. Ja. Wie gesagt, also dreimal Jules Mumm finde ich jetzt eigenartig. Dafür habe ich dieses andere Getränk nicht bekommen. Auf jeden Fall Sachen, diesen für den Sommer. Ich weiß jetzt nicht, wo das Motto geblieben ist, von wegen Feiertage. Das sind alles Sachen, die man so zwischendurch auch mal trinken oder essen kann. Ob mir die 10 € diese Box jetzt wert waren, das werde ich rausfinden, wenn ich alles probiert habe. Ansonsten muss ich einfach mal auf die nächste Box warten, was mich da so erwartet, ob es dann wieder was besser wird oder ob ich das dann doch wieder beenden soll. Wobei ich dann immer noch so die Hoffnung habe, dass es noch was besser wird. Also ich warte jetzt erstmal die nächsten Boxen ab, was da so drin ist. Und werde natürlich weiter berichten, wenn ihr das mögt. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat einer von euch auch die Box bekommen, kennt schon das ein oder andere oder kann mir erklären, was das mit diesem Getränk in der Good News Box auf sich hat. Wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich wahnsinnig, mit euch zu kommunizieren. Kritik ist immer gewünscht, solange sie konstruktiv ist natürlich. Also jetzt nicht so, du machst scheiß Videos, sondern sagt mir auch, was ich besser machen soll.
Ich habe mich jetzt schon mal vor meine Kommode gesetzt, um einen neutraleren Hintergrund zu haben. Ich muss noch mit dem Licht arbeiten. Ich habe jetzt einfach mal meine Tagessichtlampen für einen Blog aufgestellt, aber das ist noch nicht so das Nonplusultra. Da muss ich noch mal ein bisschen rumprobieren. Das war jetzt sehr spontan, weil die Box halt auch heute ankam. Hatte ich nicht so ganz mit gerechnet, weil ich halt zwar eine Mail bekommen habe, dass die kommen würde. Und stand, glaube ich, sogar drin am 7., dass heute ist, aber bei uns weiß man halt nie. Ja, wie gesagt, gerne Kritik, gebt mir Tipps vielleicht, was ich mit dem Licht machen kann. Wenn ihr da vielleicht Erfahrungen habt, irgendwelche Einkaufstipps, wo ich gute Videolampen quasi herbekommen kann oder so. Immer her damit. Also ich bin in einem riesen Lernprozess und versuche jetzt einfach immer besser zu werden, nach wie vor. Genauso wie auf meinem Blog. Und es macht mir einfach zu sehr Spaß, Videos zu machen, als dass ich das jetzt wieder aufgeben möchte. Ja, wie gesagt. Her mit euren Kommentaren. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich einen neuen bekommen habe. Und die meisten sind dann doch auch positiv. Ist einfach schön, mit euch in Kontakt zu stehen. Ja, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geredet. Ich freue mich über jeden, der bis hier geguckt und nicht weiter gescrollt hat. Ja, mal gucken, wann das nächste Video kommt. Ich habe was in Planung, aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Einfach mal abwarten. Es wird definitiv wieder was kommen. Bis dahin, macht es gut und seid nett zu mir. Tschüss!